Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir. Ja, Tatsache, heute basteln wir mein Kryptonit, eine Pick-a-Boo-Seite. Jetzt mal ganz kurz in die Kommentare, was heißt Pick-a-Boo? Keine Ahnung, aber wir basteln das heute. Und zwar brauchen wir dafür A4-Papier. Wir nehmen, ach das hier, das ist hübscher. Das glitzert so schön. So, und zwar, das ist quasi mein Draußenpapier. Das schneiden wir uns jetzt erstmal zurecht. Und zwar ist es ja wieder 21 cm breit. Prüfen. Jo, 21. Und wir schneiden das uns mal auf 14 cm. Da. Ups. Und dann schneiden wir auch gleich noch ein zweites auf 14 cm. So, denn wir brauchen zwei davon. Und jetzt brauchen wir noch eine dritte Seite, was quasi unsere Rückseite ist. Und da können wir das einfache nehmen. Oder habe ich noch ein glitzernes? Gucken wir mal. Cool. Ja, ich habe hier noch was richtig dolle glitzern funkelndes. Sehr schön. Das ist quasi die Rückseite, also auch 14 cm hoch. Und das machen wir bei 14 cm falzen wir das. Ups. Und bei 14,5 schneiden wir das ab. Ups. Dass wir quasi hier so eine. Upsala. Falz ist nachher die Rückseite unserer Karten. Sehr schön. So, Hammer. Jetzt kommen wir wieder zurück zu den rosanen. Das eine falzen wir bei 7 cm. So, 7 cm falzen und knicken das so nach hinten. Und das andere, das falten wir einfach einmal in der Mitte zusammen. Warte, jetzt muss ich gucken. Das soll die Seite sein, die innen zu sehen ist. Das heißt, wir falzen so rum. So. Okay, check, check. Hammer. So, jetzt kommt dieser Clou mit dem Fensterchen. Dazu schneide ich, also hier ist diese Seite. Dazu schneide ich bei 2 cm und 3 cm, heißt von 3 bis 11. Schneiden wir jetzt mal ein Fenster rein. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cm. So, und auf genau dieser Kante, also genau hier quasi, wenn wir das so rum bei 7 cm einlegen, schneiden wir genauso diese. Oh, jetzt ist das weggerutscht. Gut. So, schneiden wir auch diese 8 cm. So. Und jetzt schneiden wir nur diese bei 2 cm, ne, bei 3 cm lege ich es jetzt an, also dass oben und unten 3 cm Platz sind. So, und schneide das Fensterchen aus. Ups. Ah, ich brauche dringend neue Klingen, meine sind echt nicht mehr so besonders. So, 3 cm. So. So, jetzt haben wir hier noch einen kleinen Rest, aber das mache ich wie immer mit dem Cutter. Das geht ja dann doch immer relativ einfach. So. Also Leute, diese Karte hat echt Spaß gemacht, weil es war halt so mein Kryptonit und ich dachte die ganze Zeit, oh, mache ich es nicht. Und dann dachte ich, ich probiere es jetzt nochmal. Und habe es tatsächlich hinbekommen und dachte, das ist geil, jetzt kann ich es euch auch zeigen. Weil vorher habe ich mir das einfach nicht so zugetraut. So. Und jetzt haben wir dieses Fenster hier. Jetzt nehmen wir unsere zusammengefaltete Karte und legen die mal hier drauf. Und dann seht ihr schon, hier ist quasi dieses Fenster, was durchguckt. Wir legen das quasi also jetzt genau hier so an. So. Und jetzt nehme ich mir einen Stift und male dieses Fenster durch, dass das Fenster auch wirklich genauso groß ist wie unser Bild an sich.
So, schnappe mir ein Lineal und ein Cuttermesser und cutter das aus. So. Ja, da müsst ihr wieder ein schön scharfes Messer nehmen, ne? Aber schneidet euch bitte nicht, das tut weh. So. Und schneiden dieses Rechteck hier aus. Ja, und dachte, ich probiere und ja, habe das ja immer nicht hingekriegt. Und wie gesagt, ich werde diese Scrapbook-Seite auch nochmal probieren. Quasi mein Kryptonit. Aber die hat mich wahnsinnig gemacht. Ich habe das immer nicht mitgekriegt, weil in dem Video, was ich gesehen habe, das ist halt woher kommt die eigentlich? Ich glaube, Indonesien oder so? Keine Ahnung. Jedenfalls spricht sie kein Wort in ihrem Video. Alles ist in Inch. Das ist ja auch sowas. Ich hasse Videos in Inch. Das ist überhaupt nicht böse gemeint, liebe Bastelmäuse. Wenn ihr Videos in Inch macht, dann macht es. Aber für mich, ich komme damit überhaupt nicht klar. Ich bin nun mal ein Zentimeterkind und dazu stehe ich. Ja, also ich mag alles in Zentimeter, deswegen kriegt ihr bei mir auch die Maße immer in Zentimeter, weil, ja, ich finde das einfach einfacher. Hab mir jetzt, witzigerweise, wisst ihr, wie ich das rausgekriegt habe, was Inch und Zentimeter sind? Muss ich euch zeigen, da lacht ihr euch schlapp. Ich habe hier ein Lineal mir gekauft, das, ich glaube vom Action oder so ist das. Das hat hier Zentimeter und jetzt lege ich mein normales an, quasi wenn die sagt, ja, 5,5 Inch und halte es hier ran und gucke, dass 5,5 Inch ungefähr 14 cm sind und wandle das jetzt quasi um. Also, ich meine, ist eine Technik. Es funktioniert. Ja, Not macht erfinderisch. Ich wollte unbedingt diese Seite endlich nachbasteln. Ja, und deswegen bin ich auch so happy, dass ich das endlich hingekriegt habe und auch diese Idee mit dem Lineal hatte. Weil, wie gesagt, mit diesen Inch-Angaben, ich komme da nicht mit klar. Aber ich hoffe, euch geht es da besser. Oder habt ihr auch die Probleme? Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr dasselbe Problem habt wie ich. Aber das ist immer ganz witzig. So, wir haben jetzt quasi das hier ausgetrennt. Und jetzt kleben wir eins von diesen Seiten da an. Quasi, wir nehmen jetzt die hier, machen hier richtig schön dolle Kleber dran. So. So. Und so. Und kleben das hier auf. So. Quasi das ist die Motivseite dann auch. Ne? Ihr könnt auch vorher da Motivpapier draufkleben. Dann braucht ihr nicht mehrfach auscutten. Quasi bevor ihr auscuttet, macht ihr das Motivpapier dann drauf. Aber da ich hier heute keins drauf habe. So, und jetzt seht ihr schon. Wie durch Zauberhand erscheint dieses Feld in meiner Karte. So, und jetzt kommt hier hinten, also wenn ihr das jetzt zuklappt, und jetzt die Rückseite daran, und ich möchte, opala, dass das hier dann schön glitzert. Deswegen mache ich die Glitzerseite jetzt nach innen und mache hier auf diese Lasche den Kleber drauf. So. Und klebe das jetzt hier auf das Papier schön gerade auf. So. So. Drauf ist es. So. Und jetzt ist quasi hier dieses schöne Glitzer. Und wenn wir sie aufklappen, tada, ist diese Karte da. Und hier möchte ich jetzt quasi, ja, irgendwas Lustiges drauf haben. Ihr könnt euch, damit ihr wisst, wo es ist, auch hier wieder das draufmalen. So. Dann seht ihr, wo quasi auf der Karte euer Fensterchen ist. Ich habe mir überlegt, ich möchte da einen schönen Spruch hinkleben und nutze dafür Vellumpaper. Ja, und werde jetzt mal hier noch ein bisschen dekorieren. Dekorieren ist gerade die Kamera ausgefallen,
Aber nichtsdestotrotz zeige ich euch jetzt noch schnell die fertige Karte. Ja, ich finde die ganz niedlich. Ich habe sie sehr wenig dekoriert, gebe ich auch zu. Ist ja auch so ein kleines Testobjekt. Aber ich mag die Farben total. Und ich glaube, das ist eine quietschebunte Karte für ein quietschebuntes Mädchen. Und ja, ich denke, die ist ganz niedlich. Und ich hoffe, meine Wichtelmaus freut sich darüber und kann sie halt hier auch noch selber beschreiben. Ich stelle mir jetzt hier so lustige Texte vor zum Geburtstag oder so. Ja, da kann man sich bestimmt viel, viel ausdenken. Auf jeden Fall bin ich echt happy, dass ich endlich Peekaboo geschafft habe zu basteln. Und ja, wünsche euch viel Spaß beim Nachbasteln. Wenn euch meine Videos und Tutorials gefallen, dann lasst mir doch gerne einen Kommi da und abonniert meinen Kanal. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bye, bye!